Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich muss mal die Lampe noch ein bisschen, so. So, meine Bestellung von Temu ist gekommen. Ich musste nämlich noch mal was bestellen, weil ich was gesehen habe. Jetzt müssen wir nur gucken, wie rum, was rum, nee, in der Mitte ist er. So, ich habe... Moment. Oh, die Kleine wollte was. Und Frauchen. Ich habe noch zweimal Fliegengitter bestellt. Zur Sicherheit. Ist auch hart. Scheint auch Klebeband mit bei zu sein. Gucken wir gleich mal rein. Für 2,34 Euro oder so. Bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Oh. Ja, gut. Ganz schön dünnes Klebeband. Also das ist wirklich nur ein ganz dünner Streifen. Mal gucken. Wenn er wenigstens hält, dann ist das okay. Ich kenne halt die Klebestreifen nur doppelt so dick. Das Netz ist auch. Ja, bisschen dünn. Mal gucken. Soll ja nur eine Saison halten. Ich habe ja noch andere. Das wird dann halt der Ersatz. So. Dann habe ich mir, wenn wir bei Karls Erdbeerdorf sind und so, immer mit der Bauchtasche rum oder unten rum ist halt, weil da passt doch nicht so viel rein, habe ich mir gedacht, für so eine Fälle muss ich mir mal was anderes holen. Deswegen habe ich mir eine Brusttasche geholt. Die habe ich gesehen bei Temu und da habe ich gesagt, geil, die musst du haben. So im nordischen Style mit Thorshammer hier drauf. Also ich hoffe, dass man das sieht. Ja, so Thorshammer drauf. Hier mit schräg ist der Reißverschluss. Macht man auf. Dann hat man hier so eine kleine Tasche. Ja, ist auch hier ganz dünner Stoff. Ja, da kann man dann halt sein Handy reinpacken oder so. Haben wir denn hier noch irgendwas dran? Nö, aber schön gepolstert ist es. So. Ach so ist das. Und dann kann man das hier aufmachen. Aha. Wartet mal, ich zeige euch dann nochmal so. So, und hier oben einmal auf. Und dann hat man hier ein größeres Fach. Auch hier polstert so ein bisschen. Hinten der Rücken. Und hier dann heute noch so mit so einem Gummiband. Also so ein Gummifach, also so abgeteilt. Da kann man dann was zu essen, was zu trinken drin machen. Und dann haben wir hier noch eine kleinere Tasche. Da kann man dann Portemonnaie drin machen oder so. Bei vorne hier, wo man den Reißverschluss aufmachen kann, ist ein bisschen... Ach, guck mal an. Ich habe noch was gesehen. Das habe ich beim Kaufen gar nicht gesehen. Ich habe nur gedacht, dass es vorne und an der Seite aufgeht, aber nicht, dass es so von oben rauf... Weil das haben sie auch nicht abgebildet bei Temu, dass es so aufgeht. Nur, dass sie es halt getragen haben, so... Und das habe ich auch nicht gesehen. Wir haben hier so ja noch, da kann ich mir eine Büchse drin machen oder eine Flasche. Und auf der anderen Seite auch. Cool. Und das sieht dann etwa so aus. Wartet mal, ich muss das mal drehen, damit ihr das seht. So. So ist das denn. Ich bin halt auch so geschnitten, damit es halt so hinterm Rücken geht und hier gerade nach hinten, dass es nicht hier einschneidend am Hals ist. Ja, kann man denn so schräg halten. Hat man alles parat. Kann man jederzeit an sein Portemonnaie oder Handy oder wenn man dann das Handy hier hat, hier ans Handy oder hier vorne halt was Schnelles, ein paar Bonbons oder Taschentücher, wenn man mit Kind unterwegs ist, ist das immer ganz wichtig. Denn vorne halt Taschentücher drin, immer gleich griffbereit. Hat auch gar nicht so viel gekostet, hat 7 oder 11. Ich weiß jetzt nicht, eine hat 7, eine hat 11 gekostet. Ich habe ja noch eine andere Tasche. Und zwar diese hier. Die habe ich für meine Frau geholt. Aber davon weiß er noch nichts. Weil die hat ja immer so Handtaschen und da haut sie mal so viel rein und dann irgendwann sind sie dann immer voll. Und die hat schon so ein Muster von Deichmann.
aber halt eine kleinere. Und hier hat sie so eine lockere. Mensch, wo sind die Griffe? So. Und eine große. Also da sollte wohl, denke ich mal, einiges reinpassen. Ach, oben kann man zumachen. Warte, ich zeige euch das gleich mal von innen. Wir haben Stoff in der Mitte und wir haben dann halt an der Seite ein kleines Fach. Reicht nicht für Handy. Schlüssel oder ja, aber der Stoff ist ziemlich dünn, also da würde ich ihn schon drin machen. Taschentücher oder halt ein paar Papiere oder so. Und ja, das war's. Dann hat man halt das große Fach. Sieht dann halt so aus. Ja, und hier haben wir dann halt, hier haben wir dann noch so ein kleines Fach. Coole Sache. Cool. Da wird sie sich freuen. Die mag ja so, das Muster mag sie, ja. Ich habe extra einen braun bestellt, weil ich, die gibt es auch in dunkel, also in schwarz und in einem grau und in einem Weißton. Da weiß ich aber nicht, ob ihr das gefallen würde, aber sie hat schon in so eine Handtasche in so einem Ton oder zwei in so einem Ton hat sie schon oder mit so einem ähnlichen Muster. Da bin ich dann von ausgegangen, dass ihr das gefallen wird. Oder dass das im oberen Bereich ist von, das gefällt mir. Hoffe ich doch. Aber ich bin über meine auch begeistert. Schön mit Muster, auch hier unten. Ah, hier unten, das hätten sie sich, naja, das hätten sie sich sparen können, denke ich mal. Das ist hier so doppelt gemoppelt. Hier, aber das ist ja hier zu Ende, das Muster. Hier ist der Kreis. Und dann haben wir das hier unten aber nochmal. Es sei denn, das ist, wenn die Tasche vollgepackt ist. Wartet. So. Nee, dafür ist es auch nicht. Haben wir hinten noch ein Dings? Nee, das ist dann halt wirklich. Also das hätten sie sich sparen können. Ich weiß nicht, ob das jetzt Ausschussware ist oder so. Weil das ist auf der Unterseite. Ist das halt so drauf. Ich hoffe, dass man das sehen kann, dass es doppelt ist hier. Dann hört es hier auf und geht hier hoch. Oder ist es hier, geht's hier drinnen weiter? Ach! Nee, das ist richtig so. Weil es drinnen auch abgebildet ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zwei verschiedene Modelle sind, wo die gleichen Taschen, also wo gleich ist. Einmal ohne diese Übertasche hier, ja, also dieses Ding, was man hier oben festmacht, dass es denn nur mit einem Reißverschluss ist. Weil dann würde das mit dem hier passen. Weil geht ja hier hinten und innen drin weiter. Also da würde das dann auch Sinn machen, wenn man sagt, hier pass auf, wir haben zwei Modelle, wir machen den gleichen Stoff, halt nicht immer mit Schwarz, das ist ja auch Arbeitsstrecke oder so, und machen halt die so und dann machen wir ein paar Modelle, wo wir dann halt nochmal so was oben ran machen, wo wir hier nicht nur Reißverschluss, wo wir dann hier noch so eine extra Tasche mit dran machen und oben dann halt so eine Befestigung dran befestigen. Da würde das Sinn machen. Aber das ist aber auch cool, wenn man dann so, ach, hier innen drin auch. Wenn man dann auspackt, hier, seht ihr das? Aber da oben auch. Also wenn man das so weggemacht hat, dann sieht man trotzdem immer noch ein bisschen cool. Also das ist schon wieder cool. Also das, unten sieht es ein bisschen komisch aus, aber innen drin ist cool. Ah, guckt mal hier. Haben sie, wenn man das hier runter macht, ist es sozusagen doppelt. Seht ihr das? Da ein Kreis, da ein Kreis. Aber wenn es denn voll ist, dann sieht man den oberen gar nicht mehr. Dann sieht man nur noch die Hälfte von dem und die Hälfte von dem. Und dann ist es hier oben schon wieder Ende. Da, also das ist schon cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen auch mit dem, dass man hier Flaschen in der Seite drin machen kann. Wenn man halt unterwegs ist, dann ist das immer wichtig, bei den Witterungszuständen momentan immer was zu trinken dabei zu haben. So, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Jetzt kommt erstmal nichts. Doch, bei Amazon muss ich noch was bestellen. Da muss ich noch was bestellen, aber das ist jetzt nicht diesen Monat, des nächsten, übernächsten, irgendwann demnächst. Sonst ist erstmal eigentlich nichts in Planung. Ich bin jetzt erstmal weg. Wenn es euch gefallen hat, Träumchen werden Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi.
sagt euer Odin.